Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wo bin ich jetzt denn schon wieder? Im Borsdorf. Im Borsdorf. Bei Thomas in der Heiligen Halle. Und zwar hat er hier ja, seine Werkstatt. Da ist Christian wieder am Start und hier ist ganz viel los. Und jetzt haben wir gerade am Tisch. Ach, guck mal, warte mal. Das war super, ne? Auf Schlag. So, kommen wir über den Gurgeln. Oder halt elektrisch. Genau, geht einfach. Ja. Und wo ich jetzt gerade, was ich erzählen wollte, jetzt sind wir auf jeden Fall mit Thomas hier in seiner Werkstatt zu Hause. Das war, wo wir im letzten Video waren, das war ja, genau, wegen der GEMA. Das war ja bei den Jungs von den Schlepperfreunden, glaube ich, war das so, dass ja, der Gemeinschaftsplatz. Platz, ja, und das ist jetzt dein Reich. Ja, alles, was hier steht, ist deins. Genau, und das ist nämlich jetzt die Werkstatt, da hat Christian gesagt, wir fahren nochmal kurz hierher und gucken uns das mal an, was der hier so fabriziert. Und hier wird gerade ein Fahrmodus aufgebaut, der soll aber ein Favorit werden, ne? Genau, eine Replika. Genau, richtig, eine Replika-Favorit, die sind dann so ein Mint-Türkis. Genau, und die, da gab es so 1000 Stück von. Die haben eine andere Vorderachse und ich weiß gar nicht, was war da noch anders? Wassergekühlte Motor. Genau. Und den wassergekühlten Motor hat er und die Vorderachse hat er auch. Und nun baut er aus dem Fahrmodus, wo es halt relativ viele von gibt, einen relativ seltenen Favorit auf für seine Frau. Genau, und das ist das gute Stück. Wann wird er fertig? Was meinst du? Das setze ich mir kein Ziel. Also ist er nächstes Jahr fertig? Ich hoffe es. Guck, vielleicht sehen wir ihn dann, wenn wir Christian nochmal besuchen. Vielleicht sehen wir ihn dann ja schon fertig. Auf jeden Fall, das ist der Trecker, da ist er jetzt gerade bei. Und hier steht noch ein Deutz Standmotor. Den hast du auch komplett restauriert. Ja. Auch komplett fertig gemacht, auseinandergebaut, zerlegt. Sollte auch gehen. Sollte auch gehen. Ja, dann sind wir mal gespannt. Wissen wir es nicht, aber meistens ist es so. Oh, wieder weg. Achso, hier hast du so eine Lunte. Oh. Okay, einfach reinstecken. Das ist dann quasi, die zündet dann erst, ne? Ja, durch die Kompression, das Phosphor, zündet die und die... Ach, da ist Phosphor dran? Ja. Okay. Thank you.
Ja. Den kannst du dir mal vor so eine Feinstaubmessstation in der Stadt reinstellen. Genau, oder vorstellen. Ja, auf jeden Fall läuft das hier tatsächlich alles, was du hier hast, ne? Das ist schon geil. Auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, gut, aber das ist super. Guck, hier, so sieht's aus in der Werkstatt, wo gearbeitet wird. Geil. Sowas hätte ich auch gerne, so eine Werkstatt, aber man kann nicht alles haben, ne? Hier hast du noch eine alte Bohrmaschine. Was ist das? Ist das irgendwas Spezielles aus der DDR oder ist das... Ich glaube, da gab es noch keine DDR. Ach so, die ist noch so die alt? Die ist weit vor der DDR, wie die Treibank, die Schurt und Schütter. Ach so? Die sind schon fast 100 Jahre. Die sind alter Schwede. Ja, okay, das ist natürlich hier mit so einem Riemen. 100 Jahre meinst du ungefähr? Fast 100 Jahre. Schätze ich mal. Wahnsinn. So, und weil diese Pommes-Schlepper ja bekanntlich Rudeltiere sind, haben wir natürlich noch mehr von den Dingern am Start, ist ja klar. Ne? Das gehört zum guten Ton hier, glaube ich, so ein Ding. Ne? Ja, das ist nochmal ein gutes Stück. Da ist die Haube aber anders gelöst. Ne? Hast du das habe ich aber auch selber gemacht. Normalerweise sind die zu. Ja. Die musst du komplett runterhängen. Das habe ich hier geteilt gemacht. Das ist aber ja auch geil, ne? Geil gelöst. Besser wie bei dem anderen, wo das aufklappt. Ja, das ist schön gemacht, ne? Hier ist der Motor genau der gleiche wieder drin, Vierzylinder. Hier ist wieder die Pumpe, wo wir vorhin bei waren am Fummeln oder im letzten Video war es ja. Genau, und der hat, warte, nun muss ich ihn kurz überlegen, der hat den 25 Liter Tank drin. Ja, wow. Ja. 24. 24, das ist der Kreis. Weil der den Tankdeckel auf der anderen Seite hat. Mit Original Trabant. Ah. Messstab. Messstab. Genau, weil wegen keine Tankuhr. Nee. Richtig, eigentlich gar nicht. Beleuchtung hat er ja, aber. Ne? Wie schnell läuft der offiziell? 28 sind sie angegeben. Und? Er läuft von Eis aus ein kleines bisschen schneller, weil ich ja größere Reifen drauf habe. Okay. Eine gute 30. Ja. Den kann man aber auch hochschrauben, wenn man möchte. Ja, du musst Vorgelege rausbauen, dann geht er knapp 60. 60 km/h, wenn das Vorgelege raus ist. Wahnsinn. Ja, da kommst du natürlich schnell an, aber das macht man, glaube ich, wahrscheinlich. Wenn du halt ankommst. Es ist eine Mutprobe wahrscheinlich, ne? Damit 60 zu fahren. Vor allen Dingen war das, weil der Lenker ja quasi, ja, wie weiß nicht, wie bei so einem Bus oder sowas ist. Das ist schon geil. Ja. Aber es soll ja nicht alles gewesen sein. Wir können uns mal nach rechts drehen. Da geht's weiter. Fahren wir los. Was für ein Modell ist das? RS 1436. Das heißt 36 PS oder was kann ich da? 36 PS. Ja. Baureihe 14. Der ist aber hoch, ne? Ja, die sind relativ hoch. Also sehr hochbeinig tatsächlich. Und aber auch eigentlich vom Zustand her noch nicht so schlecht, ne? Nö. Das. Hast du aber ja nicht restauriert, der ist wahrscheinlich so gekauft. Sehr gekauft, wie er ist. Hast du den noch vor zu restaurieren? Nee, den will ich so lassen. Der bleibt so. Oh. Ja. Ist der denn zugelassen? Nee. Warum hast du den? Habe es besser als brauchen? Ja. Genau. Ich habe mal jemanden noch eine Formel ist gefragt. Hörst ich mal immer noch eine Formel ist. Und da habe ich den Schlepperfreunde Bad Laus, kam ins Gespräch. Und dann meinte einer von den Schlepperfreunden, Helmut, ich habe noch einen da stehen, den brauchst du nicht. Für 1000 Euro kannst du ihn kriegen. Ja. Und das für 1000 Euro, dann nehme ich es selber. Ja, richtig. Für so kleines Geld. Oh. Zwei Zylinder Luft gekühlt, sehe ich. Genau. Wie gesagt, 36 PS. Hat er dann auch eine Heckhydraulik? Jojo. Ich kann euch mal kurz hier rüber hieven, das sehe ich selber jetzt auch erst im Video. Tipptopp. Wenn er mal gucken, ob da einspringen würde. Ah ja, warte, mich lasse ich hier durch. Also, schon mal. Die bekannte Sachs-Mofa wieder. Ja, ich kriege immer Berge. Ja, genau. Wann war das letzte Mal am Laufen? Das heißt? 2 Jahre. 2 Jahre lief der nicht mehr? Nö. Ja, leck mich am Arsch. Ist der Motor auch noch irgendwo anders drin oder irgendwo, wo man es kennt? Oder ist der nur in diesen Dingern verbaut? Was für ein Bagger ist das? T174. Da sitzt er auch drin im Barre. Aber das ist ja bei Deutz ähnlich, die sitzen ja eigentlich auch da dann drin. Ne? Bei IHC auch. Steigt man von hinten auf? Eigentlich ja. Wenn wir rein können.
Dann hätte ich sehr viel gehabt, um den Powerbank zu testen. Ja, tatsächlich. Es wird Zeit, dass ich mal wieder eine neue gestiftet bekomme zum Testen. Eine für 24 Volt. Ja, genau. So, fahren wir los. Zeig, was du kannst. Das gibt's ja gar nicht, ey. Wahnsinn. Geht sogar alles. Aber hat er denn zwei Batterien? 24 Volt. Der hat auch 24 Volt. Aber nur zum Starten. Er hat die Umschaltung. Ja. Geht alles auf 12 Volt. Okay. Nur zum Starten 24 Volt. Aha. Deswegen, weil die Batterien sind 2 Jahre jetzt nicht gelaufen. Aber zusammen hat es noch gereicht. Jo. Also die Batterien aber auch gut, ne? Ja, du noch dekompressieren, also wenn sie ein bisschen schwach wird, kannst du die auch noch. Ach so, dann kannst du auch noch quasi dekomprimieren. Oh, machst du rein und du kannst. Ach so, ja. Wie bei meinem Panzer, der hat das auch so. Hat das auch regelt, ja? Ja, richtig, genau. Hm, du kannst auch schon schön Schwung hören, ja. Alles stimmt. Müsste es dann im letzten. Und dann beim Tod, beim ersten, dann müsste es eigentlich passen, ne? Das ist ja Wahnsinn, dass das so läuft, ne? Verrückt. Die Batterien sind ein bisschen überdimensioniert, die gehören nicht nach außen so groß, die sind eigentlich normalerweise ein bisschen kleiner und sind verlangt hier unten drunter. Ach so. Wie der Tank. Wir hatten früher nur die großen Batterien und da haben die sich solche Flieger dran gekauft. Ach so, weil die wahrscheinlich irgendwo günstig bei irgendwelchen Maschinen so zu kriegen waren, genau. Ja. Wie das früher so war. Aha. Hier nochmal Borsdorf. Alter, so groß sind die Schilder, die da sind. Das sind irgendwie das keine Originales, oder? Oh ja. Ja? Das stand unter alten Basics. Ach so, cool. Das haben wir höchstpersönlich vom Bauhofchef bekommen. Achso, ich war gerade höchstpersönlich abgeschraubt. Nee. Geil. Ja, okay, das läuft. Läuft denn der Deutz-Nachbau auch? Nee, da geht nicht. Ah, guck. Da kriegt irgendwie keinen Sprit. Da ist irgendwas mit Einspritzpumpe. Ich denke, wir halten nicht hin. Wir haben nämlich einen Deutz, einen Elber Deutz. Nicht, ein Nachbau. Und zwar ist das nämlich so ein Original, wie nennt sich's? DDR-Schlepper. Ja. Eigenbau. Alles allem, was rumläuft, zusammengelädt. Und zwar war das die berühmte Famulus Vorderachse. Favorit Vorderachse, genau. Ein Elva Deutz. DDR-Nachbau. DDR-Nachbaumotor. Also 11 PS. Oh. Sieht fast genauso aus, aber nicht ganz. Und der Rest ist irgendwie zusammenge. Ja, Räubert aus irgendwas, keine Ahnung. Robo, Hinterachse und irgendein kurioses Getriebe. Ja, und ein Radio. Ja. Von? Keine Ahnung. Ja, und das sind halt Baujahr unbekannt. Wann das zusammengebastelt wurde, weiß keiner. Aber auf jeden Fall hat es irgendwann mal funktioniert. Mhm. Ja, aber er läuft nicht. Gut. Aber kann ja auch nicht alles laufen, ne? Ja. Und den hast du ja eh nur gekauft, weil du die Vorderachse willst. Als Spannbrille. Genau, richtig. Und den kannst du auch ankurbeln dann, ne? Den kannst du nur ankurbeln. Achso, den kannst du nur ankurbeln. Kein Anlasser. Ja. Und dahinter, was ist das? Das Aktivist. Aus der Baureihe. Kann man da überhaupt auf dem Video was erkennen, wo was anfängt und wo was aufhört? Hier ist der Aktivist, die erste Baureihe. Das ist so kurz gewesen. Ja. Okay. Das ist ein V2. Zweizylinder V-Motor, Patent von Öhnkar. Ohrenstein und Koppel. Jo. Nachbau, also Replika. Kein Originalmotor, Patent. Das haben die. Das sollte normalerweise ganz anders heißen, der Aktivist. Okay. Das sollte Solidarität heißen. Ja. Mit 2-Zylinder Reihenmotor bekommen mit Holzgaser. Aha. Aber die Ingenieure haben das einfach nicht zum Laufen gebracht. Und ist bei Litbüro gesagt, wir brauchen jetzt einen Traktor in der und der Leistungsklasse. Und da sind die auf den ÖNK-Motor zurückgekommen, haben den ÖNK-Motor hineingebaut
Und da ein V-Motor bloß halb so lang ist wie ein Reihenmotor, fehlt dann nach vorne das Gewicht. Ja. Also ist der ganze Trecker viel zu kurz geworden. Und für seine 30 PS und die Anhängerkupplung relativ weit oben, ist das der Trecker, der immer Menschen macht. Ach so. Ja, man sieht ja auch, die Vorderachse ist da vorne, da wo das Fass ist, also dieser Kanister, und der Motor sitzt hier hinter. Ach so, der geht dann immer vorne hoch. Aha, wie viel Leistung hat der? 30. PS. Und Gardinenkopflichtung. Cool. Und das ist echt so eine Wanne, die ist original oder hast du sie selber gebaut? Das ist selber aufgebaut, original. Also das sind bloß solche Blechplatten, da kommt ja immer noch Rohr drauf. Ja. Bloß als Ackerausführung gibt es auch mit Goldfliesen so ein Stückchen als Fahrerhaus. Okay. Sie mit Abstand der hässlichsten Traktoren, die es überhaupt gibt. Ach so. Ach so, hässlich ist aber fast schön. Ach so, okay. Also das ist ein hässliches N-Line quasi. Ja. Und die Räder sind nicht original. Ah, okay. Die originalen Räder stehen hinter dir, das sind Gussfelgen. Ach was. Ja. Mit neuner Bereifung. Gussfelgen. Okay. Die vom Siel, die passen komischerweise auch, oder lustigerweise auch mit dem Lochmaß. Was ist denn ein Siel? Russischer LKW. Ach, guck. Und die lochen mal einen Kunde rum. Komm schon, da steckst du die mal. Ey, die hier Leute, die hier, Wahnsinn, die zimmern sich ein zurecht, ey. Krass. Ihr seht, hier gibt's was zu sehen. Das Video wird schon wieder ewig lang, weil wir ja noch nicht mal bei dir gewesen sind. Aber ich würde sagen, wir schnipsen uns jetzt einfach mal zu dir hin. Dann sagen wir schon mal Thomas tschüss und schönen Dank für die Vorführung. Gerne. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Christian wieder.